Vergesst das Beten des heiligen Rosenkranzes nicht, die mächtigste geistige Waffe, die der Himmel euch gegeben hat, um den Bösen und seine bösen Anhänger zu besiegen. 21. Juli 2021, 8 Uhr und 35 Minuten Aufruf von Pater Pio aus Pitrecht DLC Ina an die Kinder Gottes. Botschaft an Inak. Friede und Wohlergehen, meine Geschwister in Christus. Wieder verbinde ich mich mit euch, der Herde des Herrn, bringe euch den Frieden des guten Gottes. Geschwister in Christus, bittet um meine demütige Fürsprache, wenn ihr euch vom Feind eurer Seele angegriffen fühlt, denn durch die Gnade und Barmherzigkeit Gottes befinde ich mich geistig auch in dieser Welt, mitten unter euch. Kommt zu mir, meine Geschwister, wenn ihr euch an Körper oder Seele krank fühlt. Meine demütige Fürsprache wird vom guten Gott erhört, der niemals die Bitten unbeachtet lässt, die ich im Namen aller meiner Verehrer an ihn richte. Wenn ihr euch körperlich oder seelisch krank fühlt, sprecht: Ewiger Vater, auf die Fürsprache deines geliebten Dieners, Pater Pio aus Pitrecht DLC Ina, bitte ich dich demütig, mir die Gnade zu gewähren, mich von jedem Geist der Finsternis zu befreien, der meine Seele und meinen Frieden bedrängt, von jedem Geist der Krankheit, der meinen Körper heimsucht, besonders dieser Krankheit. O Vater der Barmherzigkeit, ich bitte dich durch die Verdienste der heiligen Stigmata des Leidens deines Sohnes, die dein Diener, Pater Pio aus Pitrecht DLC Ina, während seines Lebens heiligmäßig getragen hat. Möge alles zu deiner Ehre sein. Amen. Betet dann, Glaubensbekenntnis, Vater unser, Ave Maria, Ehre sei dem Vater. Dieses Gebet, das ich euch schenke, meine geliebten Geschwister, wird euch eine große geistige Hilfe sein in dieser Zeit der Züchtigung, in der ihr bereits lebt. Betet es mit Glauben und in der Gnade Gottes, wenn ihr euch im Körper oder Geist krank fühlt. Ich versichere euch, dass ihr nicht enttäuscht werdet. Geschwister in Christus, alle Seligen, die euch auf dem Durchgang durch die Wüste der Reinigung begleiten, wurde die Gnade verliehen zu heilen, zu befreien und Wunder zu wirken im Volk Gottes, wenn euer freier Wille es uns erlaubt. Fürchtet euch nicht, wir sind hier, um euch zu dienen und zu schützen, und es ist uns eine Ehre, dies zu tun. Ich bin einer der vielen Seligen, die mit euch sein werden. Ruft meine Begleitung in jedem Augenblick an, besonders wenn ihr den heiligen Rosenkranz betet. Erinnert euch daran, dass ich, als ich in dieser Welt war, meinen Rosenkranz nie losgelassen habe und immer für die Rettung der Sünder, für Priesterberufungen, für die Verbreitung des Rosenkranzes, für den Frieden, für die Kirche, für die Kranken und für die Bekehrung der ganzen Welt gebetet habe. Ich war der Förderer der Gebetszölnackel, die das Gebet des heiligen Rosenkranzes in der ganzen Welt verbreiteten, deshalb bitte ich euch, meine Geschwister, an mich zu denken, damit durch meine demütige Fürsprache viele Seelen sich zu Anhängern des heiligen Rosenkranzes bekehren. Vergesst das Beten des heiligen Rosenkranzes nicht, die mächtigste geistige Waffe, die der Himmel euch gegeben hat, um den Bösen und seine bösen Anhänger zu besiegen. Tragt euren Rosenkranz mit euch und betet ihn, lasst ihn nicht los, denn er ist eine mächtige Rüstung, mit dem ihr den Schutz und die Fürsprache der Mutter Gottes und meine demütige Fürsprache habt, wenn ihr daran denkt. Geschwister, bleibt im Frieden des guten Gottes. Euer Bruder in Christus, Pater Pio aus Pitrecht DLC Ina. Macht diese Botschaften der Rettung der ganzen Menschheit bekannt, meine geliebten Geschwister.